Ich bin eine Hexe aus dem Sumpf. Ich kann aus einem zwei machen. Mit einem leichten Zaubertrick. Ich hab's ja gesagt, Freunde, wir sind heute in einem Spiel, welches heißt Witch's Doll. Doll heißt Puppe, Witch heißt Hexe. Ich bin gespannt, was uns heute erwartet. Freunde, herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Horrorvideo. Ich hoffe, der Trick am Anfang hat euch nicht verstört. Wir sind heute hier in diesem Spiel. Wir haben gerade eben schon einmal gestartet, aber der Ton hat nicht richtig übertragen. Deshalb sind wir jetzt da. Falls ihr bei sowas mal live dabei sein wollt, ja? So wie da oben, die Jungs und Mädels im Chat. Dann kommt einfach auf twitch.tv/sterzig, da seid ihr dann dabei. Meine lieben YouTube-Zuschauer, lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich, holt euch eine Decke, kuschelt euch ein, ist mir scheißegal. Mann, ihr sollt euch entspannen. So, wir gehen da jetzt rein. Es ist ein Spiel, anscheinend über eine Hexe. Ich habe keine Ahnung. Es ist am 24. Mai rausgekommen. Es ist relativ neu. Es ist wirklich positiv bewertet. Und der Livestream-Chat darf jetzt nochmal in den Chat schreiben, warum ihr abonnieren solltet. Wir gehen rein. Wir machen ein neues Spiel. Abfahrt. Let's go, Chat. Oh, Converse. Oh, eine Schaukel. Eine schöne Schaukel. Jetzt kann es ja nur gut werden. Es muss gut werden. Es bringt ja nichts anderes, ne? Schmerzgesellin, danke für dein Tier 1 im dritten Monat. Let's go. Oh, das sind doch vermisste Kinder. Durch ein Abo bekommt man volles Haar. Richtig. Ihr bekommt ein Audi geschenkt. Chat. Eins in den Chat, wenn ihr von mir ein Audi geschenkt bekommen habt. Durch euren Sub. Safe Call. Guck mal, da sind ganz viele Sollweiß. Das ist der Audi, den ihr geschenkt bekommt. Das ist der Ort. Ich muss reingehen, vor dem Sturm. Wer bin ich denn? Tschüss, Freunde. Tschüss. Ich guck mal ganz kurz, ob wir auf Deutsch stellen können. Perfekt. Zack. So. Das hier ist unser Audi, Freunde. Können wir alle mal Tschüss in den Chat spammen? Weil das Ding ist ja eine absolute legendäre Karre. Das ist ja wirklich legendär. Mein Gott. Madness Wolf Lina, danke für dein Tier 1 im vierten. Dankeschön. Das ist schon, also das ist schon eine Karre. Mit Rechtsklick kann ich ranzoomen. Mit Linksklick interagiere ich vermutlich. Ich kann jetzt nicht wesentlich schnell rennen oder so. Das geht nicht. Was ist denn das hier für ein Gebäude? Es sieht ja riesig aus. Holy crap. Seht ihr, wie riesig dieses Gebäude ist? Wave, vielen, vielen Dank für die 500 Bits. Kuss. Kuss in den Chat, Freunde. Guck mal, hier ist Müll. Schön auf dem Spielplatz. Hier ist auch die Schaukel. Okay, gegenrennen kann ich nicht. Aber kann ich hier hoch? Frage ich mich. Ich gehe wahrscheinlich komplett falsch gerade. Oder muss ich hier hin? Ah, hier ist diese Wand aus dem Trailer. Das seid ihr, Leute. Die lieben YouTube-Zuschauer. Das sind alle YouTube-Zuschauer. Hier. Ach nee, das ist ja derselbe, dieselbe Person die ganze Zeit. Oder dieselben Personen. Okay, ich glaube, hier ist nichts weiter. Moin, Chef, wie geht's? Ey, Liam. Mir geht's klasse. Wer von euch hat Ferien, Leute? Sag mal ehrlich. Habt ihr alle Ferien gerade? Das sind schon ein paar. Krankenschein.
Okay. Ja, I guess wir gehen jetzt hier ins Haus rein. Ich weiß nicht warum, aber wir gehen hier einfach mal rein. Ich muss die Kiste mit meinen Habseligkeiten aus dem Kofferraum meines Autos holen. Dafür bin ich jetzt hier im Schneckentempo hingegangen. Alle folgen, sonst isst Sterzig eure Katze richtig. The Red Moon, danke für dein Prime Sub. Dankeschön. Kuss in den Chat, Freunde, nicht vergessen. Ich habe das Gefühl, ich muss euch trainieren. Ich habe das Gefühl, ich muss euch trainieren. Ihr vergesst das immer wieder. Ich habe nur einen Kuss im Chat gesehen, trotz Sub. Das ist traurig. Okay. Das sind meine Habseligkeiten. Ein Schachbrett, eine Steckdosenleiste, eine Lampe, eine Taschenlampe. Okay. Zack, Auto zu. Wohne ich da jetzt? Ist das meine neue Wohnung? Mehr braucht man im Leben nicht. Schachspielen ist wichtig. Ja, ich weiß nicht. Schach habe ich früher ab und zu mal gegen meinen Bruder gespielt. Aber irgendwie bin ich nicht wirklich... Ich bin nicht warm geworden mit Schach, to be honest. Wer von euch spielt Schach, Chat? Aktiv. Wave, vielen, vielen Dank für dein Gifted. Ach du Scheiße. Gehen wir nach oben oder nach unten? Oh, ich denke jetzt mal nach oben, I guess. Ist hier meine Wohnung? Nee. Ist hier meine Wohnung? Ist das meine Wohnung? Mouncy! Hier ist ein Umschlag. Es scheint, als hätte der Mieter einen Brief für mich hinterlassen. Hallo, meine Liebe. Ich wusste, dass du dich verlaufen würdest. Ihr Zimmer befindet sich im 5. Stock. Ich habe die Tür für sie unverschlossen gelassen. Das ist ja perfekt. Da fühle ich mich ja direkt wohl, wenn meine Wohnung unverschlossen ist. Kann ich nicht die Taschenlampe nehmen? Und schon mal das anmachen? Vielleicht? Ey, Wanda. Wanda Chishi, danke für deinen T1 im 5. Monat. Kuss in den Chat, Freunde. Jetzt möchte ich aber ein richtiges Spam sehen. Los. Entschuldigung. Oh, Kuss in den Chat. Let's go, let's go, let's go. Sehr schön, Jungs und Mädels. Sehr schön. Dritter Floor. Jetzt müssen wir aber auch erstmal in den 5. gehen. Ich frage mich, ob das jetzt so ein Spiel wird, wo wir nach und nach versuchen müssen, wieder nach unten zu kommen, wisst ihr? Das könnte halt richtig nervig sein. Hier macht irgendwer sauber. Hallo? No cap. Bester Wohnblock, den ich je gesehen habe. Was für bester Wohnblock? Das sieht... Sie sagt, meine Liebe, ihr Zimmer ist auf der rechten Seite. Wer sind Sie denn? Sie machen das schon. Guck mal, ist doch lieb. Oh? Gehe ich jetzt hier geradeaus? Okay. Wir sind in der Wohnung. Oh, die Tapete! Ich sollte die Kiste auf den Frisiertisch stellen. Ich muss mal ganz kurz die Helligkeit für mich ein bisschen höher machen. Ihr müsst verstehen, Leute, ich erkenne teilweise... Warum ist es jetzt laggy? Achso, FPS-Sperren? Hä? Ihr müsst verstehen, Leute, ich erkenne teilweise nicht, wo ich hinlaufe. Also ich erkenne legit nichts. Weil es hier so hell ist. Ich habe so viele Lichter auf mich. Ist das jetzt ein Frisiertisch? Ist das nicht so ein Kommodentisch? So ein
so ein, wie nennt man das? Ist das ein Frisiertisch, Leute? So. Kann ich bitte die Taschenlampe nehmen? Natürlich nicht. Einmal Tapetenrating in den Chat von 1 bis 5. Wie viele Sterne gebt ihr die Tapete? Ich finde schon, es ist schon so eine solide. Ich glaube, wenn ich eine Wohnung mieten würde und die hätte eine Tapete wie diese, ich glaube, dann wäre ich sehr schnell sehr traurig. Von 5 würde ich sagen, so eine 1. Was ist das für ein Durcheinander? Als hätte jemand... Blablabla. Ich hätte die Wohnung ein wenig auf... Ich sollte die Wohnung ein wenig aufräumen. Revi? Auf den ersten Blick dachte ich ganz kurz, Revin seid. Alter, wenn das so sein würde, ne? Alter! Mein allergrößten Respekt. Jemand hat einen Turm gebaut. So. Reicht das schon? Schöne Wohnung. Boah, stellt euch mal vor, so sieht eure Wohnung aus. Grässlich. Komplett grässlich. Auch der Boden. What the fuck? Aber Revi ist da. Ey, Revi. Mach's gut, ja? Lieb bleiben. Ha? Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Huh. Ist wieder eine Lampe. Sterzig, du geile Sau. Danke, Blackshot, für dein Tier 1 im 5. Monat. Mensch, hier will ich mich ja gerne reinlegen. In ein frisch bezogenes, altes Bett. Kuss in den Chat, Freunde, nicht vergessen. Die Frage ist, hat Revi in diesem Bett geschlafen? Hm? Und woher kommt diese Musik? Wo ist Revi? Das ist hier die wahre Frage. Oh, ist das ein Drache? Schön. Schönes Gemälde. So. Habe ich jetzt genug aufgeräumt? Revi. Shoutout, ja? Herr der Ringe. Vielleicht ist hier drüben noch was. Bisher ist das Spiel überhaupt nicht gruselig. Was sagt ihr? Oh. Lichtschalter funktioniert nicht. Ach doch jetzt. Oh, ist das schön. Was ist Thema des Spiels? Also Thema des Spiels habe ich tatsächlich noch keine Ahnung. Wir sind bis jetzt erst hier hochgegangen. Okay, die Toilette macht geile Sounds. Schön. Shoutout. Toilettenpapier ist immerhin da. Jetzt ist halt die Frage. Boah, der ist aber laut. So, Müll weg. Hier ist noch mehr Müll. Revi hat hier richtig gesoffen. So, hier ist Tee. Premium-Tee. Hier ist noch ein altes Brot. Wir waschen einmal ab. Aschenbecher in der Wohnung. Ist auch nicht meins, muss ich ehrlich gestehen. Ist nicht meins. Ist aber okay. Leute können machen, was sie wollen. So. Und hier sind jetzt alte Gummihandschuhe. Hm? Was ist denn das hier? Okay, ist hier noch Müll? Ich sehe hier nichts in den Ecken. Ist hier irgendwo noch Müll? Habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht im Kühlschrank? Ist hier auf dem Boden Müll? Glaub nicht.
Okay, hier ist alles gut. Alright. Das ist die Tür nach draußen. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich echt im Schlafzimmer etwas übersehen? Das geht ja nicht. Stabile Dreiraumwohnung. Wie viel würdet ihr zahlen, Leute? Im Monat. Für diese prachtvolle Wohnung. Im Schlafzimmer? Ach, da! Da! Okay, let's go. Hä? Woher kommt jetzt der PC? Die Wohnung sieht sauber genug aus. Was stand da? Fuck, ich habe nicht weitergelesen. Boxen ausräumen. Hier ist mein Schachspiel. Ich muss aufpassen, der Text ist so schnell wieder weg. Soll ich jetzt den Müll rausbringen? Okay. Dann bringen wir jetzt den Müll raus. Ey, ich muss aber sagen, ist vorbildlich, ne? Man kommt an, räumt erstmal den Müll zusammen. So. Aber ist das unten der Müll? Ja, Omi ist weg, aber das ist okay. Dass Omi weg ist, ist in Ordnung. Aber wo bringe ich denn jetzt den Müll hin? Nach unten? Ach, da unten, beim Spielplatz war doch diese Müllecke. Oder? Man muss ehrlich sagen, man ist schon wirklich langsam. Jetzt öffnet sich hier ein Teams-Meeting. Ich scheiß mich ein. Teams macht mich jeden Tag wahnsinnig. Warte mal, Sekunde. Jetzt öffnet sich hier ein dummes Teams-Meeting. Okay, wir sind zurück. Saved in den Chat. Saved. So. Der Müll ist aber auch schwer, muss ich sagen. Der Müll ist aber auch schwer. Und er stinkt. Und ich habe ein wenig mysteriöse Müllflüssigkeit an meiner Hand bekommen. Kennt ihr das, Chat? Kennt ihr das, wenn ihr Müll runterbringt oder so und dann bekommt ihr eine mysteriöse Müllflüssigkeit an die Hand und ihr wisst so, ja, perfekt, jetzt kann ich mir die Hand auch abschneiden. So. Der Sturm hat sich verschlimmert. Ich sollte den Müll rausbringen und schnell zurückkommen. So. Hallo? Was ist das? Da hat sich jetzt aber jemand einen Scherz erlaubt. Ich bin der Nächste. Die soll mal mit meinem Anwalt sprechen. Die soll mal mit meinem Anwalt sprechen. Es wird doch immer schlimmer, ne? In jeder Stadt. Wenn hier die Heroinabhängigen plötzlich einen belästigen wollen, ne? Wenn die so dann plötzlich mit ihrem Heroin kommen und dich angreifen. Das will ich nicht. Die sollen mich in Ruhe lassen.
Warum ich jetzt, was hat die überhaupt gemeint mit ich bin der Nächste? Der Nächste in der Schlange? Gnu würde sagen, das ist aber nicht nett. Hat sie auch recht. Das ist ja auch nicht nett. Würdet ihr es nett finden, wenn irgendjemand auf der Straße, irgendwer Wildfremdes, euch so zur Sau macht? Ich glaube nicht. Würdet ihr das mögen? Nein. Bin ich in der fünften? Boah. Ich muss aber ewig nach oben gehen, ne? Ist unverschämt. Ist unverschämt. Wo ist denn die alte Dame hier? Wie nennen wir sie, Chat? Die alte Dame, die hier oben war. Sieglinde. Gertrud. Ludmilla. Gisela. Eins in den Chat für Gisela. Ute? Find Gisela nicht schlecht. Giese. Die sauber machst du, Bille. Ich sehe da irgendein Auge. Habt ihr gesehen? Ah! Home sweet home. Hä? Darling 333, einen wunderschönen guten Tag. Willkommen. Was machen wir denn jetzt, Leute? Gehen wir schlafen? Machen wir uns fertig und gehen schlafen? Ich sollte mit der Arbeit an meinem nächsten Roman beginnen. Ah, bin ich Schriftsteller? Ich bin Schriftsteller, Leute. Und ganz großer Revi-Fan. Eine Horrorgeschichte. Ich kann das halt alles nicht lesen. Och, perfekt. Perfekt. So perfekt, dass ich ganz kurz pinkeln gehe. Ich hab gepinkelt. Ich bin zurück. Omi, bitte. Ich weiß, du bist genauso Revi-Fan wie ich. Aber das muss nicht sein. Omi! Töte die Oma. Ant Zero. Shoutout an dich. Das ist... Ich mache mir Gedanken. Habt ihr gerade zu dem Fensterbeat getanzt? Oma! Kann ich nicht die Taschenlampe nehmen? Ja. Sehr cool. Vielleicht. Oma! Bist du Kaki? Oma? Ich riech das doch. Klein Omchen. Geil, Licht funktioniert nicht. Oma, du wirst doch jetzt wohl nicht dein Enkelsohn hier so
Oder deine Enkeltochter wirst du doch jetzt hier nicht so anmachen, oder nicht? Oma? Was ist das hier für eine Box? War die eben schon da? Scheiße. Stimmt, der Strom war doch irgendwo, ne? Wo waren denn nochmal die Sicherungen, Leute? Ich glaube, die hingen im Flur. Oma? Hier. Oh, Ersatzsicherung. 6 Dings. 53? Was für 53? Ersatzsicherung. Safe auf dem Balkon da, oder? Hand. Oma? Was ist denn jetzt hier los? Ich hole jetzt die Sicherung. Oder sind die hier? Oma? Der Mond. Ist ja perfekt. Alles gut, bleib ruhig da. Oh my fucking Gott. Du, ich würde einfach rückwärts aus dem Rom gehen, ja? Fucking hell. Denu, Kuss in den Chat. Vielen lieben Dank für dein Tier 1 im 42. Monat, was soll ich sagen? Dankeschön. Hier in der Box sind bestimmt Sicherungen. Ha! So, Oma. Jetzt hast du ein Problem. Du kleine Oma. Dass ich mich auch nicht wundere, dass ich jetzt einfach versuche, hier zu bleiben. Ich würde mich sowas von aus meiner Wohnung verpissen. Fuck. 53? Warte mal, hä? 11. 22. 30. 10 gibt's nicht, wa? Was machen wir, Leute? Welche Zahlen nehmen wir? Ich bin noch so schlecht in Mathe. Ich bin richtig schlecht in Mathe. Warte mal. Wir nehmen... So, das sind... Das sind 30. So. Dann... Haben wir eine 3? Nee. 30. 10. Das sind 21. Warte, warte, ich komme jetzt drauf. Lasst mich, lasst mich, lasst mich. Also, 15 plus 17. Was ist das? 32. Okay? Richtig? 32 plus. Achso, ich muss ja 6 machen, ne? Ich muss ja 6 machen. Fuck, stimmt. Okay, 4 plus 6. Das sind 10. Plus 11 sind 21. Plus 13 sind 34.
Boah, ja. Nee, macht keinen Sinn. 17 plus 4 sind 21. Plus 6 sind 27. Plus 1 sind 28. Plus 8 sind 36. Plus, warte. Nee. Okay, nochmal von vorne. 19 plus 1 sind 20. Right? So, dann 15 sind 35. 35 plus 4? Nee. Leute, wir brauchen 6 Zahlen. Wir müssen 6 Zahlen herausfinden. Haltet die Fresse! 15 plus 19. Nee, warte mal. 20 plus 15, 35. Plus 4? 39 plus 6 sind 45 plus 8. Ole! Ole! Warum sehe ich im Chat keine Subs? So. Licht ist wieder an. Jetzt können wir Mathe machen. Mathe, Mann. Mathe, Mann. Guck mal, Leute. Oh? Jetzt gehen wir weiterarbeiten. Jetzt gehen wir weiter unsere Geschichte machen. So. Oder? Was soll ich machen? Hawaii, dankeschön für deinen Prime-Sub im vierten Monat. So. Crafty, danke für dein Tier 1 im vierten. Let's go. Was soll ich denn jetzt machen? Licht ist wieder an. Soll ich jetzt hier... Was soll ich machen? Soll ich jetzt hier vorne in den Raum rein? Kuss in den Chat, Freunde. Vielen Dank für eure Subs. Soll ich hier rein? Ist hier überhaupt Licht? Hier ist doch gar kein Licht. Die Puppe ist auch noch hier. Soll ich die irgendwie nehmen? Oder soll ich sie anzünden? Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Ey, Hawaii, danke für dein Tier 1 Gifted Sub an die Community. Die Community dankt dir. Vielen Dank. Treten oder essen? Ich weiß ja selber nicht genau, wo ich gerade hin soll. Anzünden klingt... Ich würde sie anzünden. Scheiße. Fuck. Ey, ich hab grad Mathe gelöst. Ich hab grad all meine Gehirnzellen angestrengt. Okay. Wo ist meine Taschenlampe? Ja, wo ist meine Taschenlampe? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Gib mir bitte meine Taschenlampe zurück. Bitte, bitte nicht. Ich mag das alles nicht mehr. Bitte, Revi. Revi, bitte. Hilfe, Hilfe. Revi, bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen. Revi, bitte. Ew. Okay. Der Schrank ist auf. Wie, der Schrank ist auf? Das ist doch normal. Oma! Du kleine freche Nuss! Hast du meine Taschenlampe geklaut? Oma! Soll ich jetzt nochmal Mathe lösen?
Oh nee, sag mir jetzt, ich muss nochmal Mathe lösen. No way. Oh no. Okay, nee. Mathe geht nicht nochmal. Omi? Was hier passiert, Omi? Was ist hier runtergefallen, Oma? Was ist denn hier los? Wo soll ich hin? Chat, soll ich mal gucken, ob die Puppe noch da ist? Auch die ganze Zeit dasselbe Bild. Soll ich mal schauen, ob die Omi noch da ist? Hier, das... die Puppe? Oma, bitte! Du blöde Sau, oder? Ich reiß dich kaputt! So, du... Oh, nee. Na klar. Na klar ist die Puppe weg. Natürlich ist die Puppe weg. Hä? Ist doch selbstverständlich. Och Mann, nee. Ich will das nicht. Nee, Oma. Ich hab jetzt echt keinen Bock drauf. Cheyenne... Cheyenne YC. Danke für dein Tier 1 First Time Sub für 6 Monate. Dankeschön. Ey, Kuss in den Chat, Friends. Alle von euch. Oma, jetzt sagst du. Die Schreie müssen aus der Wohnung der alten Dame gekommen sein. Okay, dann gehe ich jetzt raus. Right? Oma ist hingefallen. Vermutlich. Oma nebenan. Ich. Der Weg ist versperrt. Er wurde von denen geschaffen, die tot sind. Wo könnte eine alte Dame ihren Schlüssel verstecken? Unter ihrer Matte? Natürlich. Okay, rein da. Oh, Digga. Sieglinde! Oder so? Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Kann ich bitte raus? Kann ich bitte raus? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Schön wohnt sie hier. Wie auf dem alten Landhaus. Ah. Perfekt. Ich fühle mich richtig wohl hier. Ich fühle mich richtig wohl. Dieser Ort scheint seit Jahren verlassen zu sein. Aber warum war dann die Omi da? Wer flüstert? Omchen? Omi? Ist ein schönes Airbnb. Was denkt ihr, wie viel kostet es pro Nacht? Freunde. Wie viel kostet es pro Nacht hier zu übernachten? Ich glaube schon so bis zu 1000 Euro pro Nacht. Schon ein Luxus-Apartment. 2,50 Mark. 2 Mark. Entschuldigung. 2 Mark. 2 Mark 50. Ein Bitcoin. Warum ist diese Wohnung so riesig? Oh mein... Omi! Da bist du ja! Bei aller Liebe! Wirklich. Was zum Teufel geht hier ab? Soll ich jetzt hier unten runter? Oh, nee. Nee, 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 nee. Ich calle einen ehrenlosen Jumpscare am Ende von diesem Duck-Ding.
Wir erschrecken uns nicht, Chat. Wir erschrecken uns nicht. Wir bleiben stark. Der Jumpscare-Moment ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Na, wer ist das denn? Das ist ein... Der Jumpscare-Moment ist noch nicht vorbei. Er kommt gleich. Wenn wir jetzt zurückgehen, Freunde... Wenn wir jetzt zurückgehen, werden wir komplett weggemacht. Okay? Pass auf, jetzt, 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 jetzt. Nee, alles gut. Ey, ich finde das gar nicht so gruselig. Ich finde das gar nicht so gruselig. Ist eigentlich voll in Ordnung. Oder, Leute? Ich finde das gar nicht so gruselig. Hä? Wo kommen jetzt die Türen her? Egal, ich gehe einfach jetzt hier irgendwo durch. Nee, Leute, Jumpscare-Moment ist vorbei. Guck mal, ganz entspannt. Och! Ein schönes Kleid mit einem Messer. Das ist ja blöd. Kann ich was spielen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guck mal, wie toll ich gezählt habe. Na, Nanu? Omi, hast du was umgeworfen? Oh Mann. Okay, hier brauchen wir zwei Schlüssel. Wie es aussieht. Wir sind stolz auf dich. Das ist doch gelogen. Das ist doch gelogen. Wer flüstert? Omi, bitte. Hä? Hey, hier war ich doch schon. Warte, vielleicht passiert jetzt was. Hey, Sammy, danke für deinen Prime-Sub. Willkommen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Sammy, vielen, vielen Dank. Guck mal, ist doch alles gut, Chat. Hier ist nichts falsch. Oh? I need to find a key. Shh! Lass es! Leute, von 1 bis 10, wie geht's euch denn? Hm? Von 1 bis 10, wie geht's euch? Du Omi, pass mal auf. Omi? Omi, ich mein's ernst. Omi, bitte, ich mein's ernst. Oh Mann, ist das eklig, Leute. Hör auf zu heulen! Oh. Oh nee, nee, nee. Nee, halt mal dein Maul jetzt. Wer weint? Jumpscare Chat? Ach, das ist sie hier! Oh nee. Ah. Ich sehe nichts. Ach, perfekt. Hallo.
Hallöchen. Oh, ja, ja, guck mich ruhig an. Ja, ja. Ist voll okay, ja? Omi, pass mal auf, ich habe ein bisschen Feedback an dich. Oh, nee, Omi, bitte. Omi, bitte. Ich will nicht. Oh, fuck. Omi, ich mag wirklich nicht. Oh, Mann. So, wir gehen da jetzt mal hin und sprechen mal Tacheles, Leute. Wir sprechen jetzt mal ein bisschen Tacheles mit ihr. Mit Omi. Aber erstmal, lasst ihr jetzt alle ein Follow da, habt ihr mich verstanden? Jeder, der noch nicht folgt, folgt jetzt rein, verdammt. So, geht auf YouTube. Huh? Omi, du bist wirklich ein Stück Scheiße. Deshalb mag dich keiner. Es sieht aus, als wäre diese Seite aus einem Tagebuch gerissen. My heart... Hier, lesen. Mein Herz kann diesen Verlust nicht ertragen. Ich vermisse meine Tochter so sehr. Okay, das ist traurig. Wenn ich einschlafe, sehe ich immer noch ihr Gesicht. Ich fürchte mich... ich fürchte, dass eines Tages aufwachen und vergessen werde, wie sie aussieht. Es ist schon Jahre her. Ich wünschte, ich könnte etwas tun, um sie noch einmal zu sehen. Und noch einmal einen Blick auf ihr Gesicht zu werfen. Vielleicht, vielleicht kann ich etwas tun. Dieses alte Buch vom Dachboden meiner Mutter, nachdem sie gestorben war. Ich kann es benutzen, um meine Tochter wiederzusehen. Ich fand das Buch immer albern, aber es ist einen Versuch wert. Oh shit, vielleicht ist ihre Mom... Chat, vielleicht ist ihre Mom eine Hexe gewesen. Vielleicht ist ihre Mom eine Hexe gewesen und wollte damit so... Oder... Candles. Vielleicht ist ihre Mom eine Hexe gewesen und wollte, ihr wisst schon. Guck mal, ich muss hier ran. Glaube ich. Vielleicht ist ihre Mom eine Hexe gewesen und wollte dann irgendwie, ne? Ihr wisst schon. Die Tochter wiederbeleben? Was mache ich jetzt mit den Kerzen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soll ich vielleicht... Was war denn hier hinten nochmal? Was mache ich mit Kerzen, Chat? Karma Queen, willkommen im Chat. Können wir alle mal Karma Queen willkommen heißen? Kerzenpentagramm. Vielleicht muss ich hier irgendwelche Kerzen aufstellen? Was mache ich mit den Kerzen, Chat? Was mache ich mit den Kerzen? Ich könnte sie mir in den Arsch stecken. Warte mal, hier ist so ein Kerzenständer. Ah. Ah. Ah, ja. Ich kann mich nicht bewegen. Oh mein fucking Gott! Warum? Wieso, Omi? Warum? Es macht keinen Sinn, wieso du so zu mir bist. Ich hab dir nichts getan. Gar nichts. Da war doch bestimmt hier auch eine, oder nicht? Ich hab so fett kommen sehen. Ja, ich dachte kurz, ich wäre verbuggt. Aber ich war nicht verbuggt. Ist hier auch so ein Kerzending? Ich sehe kein Kerzending. Omi, wo hast du deine Kerzenständer? Ist dein Headset kaputt gegangen? Ja. Omi? Hier kann ich nicht reingucken. Okay, hier ist aber nichts, glaube ich. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Omi, du blödes Auto!
Der dummes Geschwür eines Menschen. Ah. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Raum dort hinten. Okay. Hör auf zu flüstern, Oma. Ganz ehrlich. Pass mal auf, Omi. Pass mal auf, Omi. Du dummes Stück Scheiße. Ich habe keine Angst vor dir, okay? Ich habe keine Angst vor dir. Ich werde mich nicht noch einmal von dir so erschrecken lassen. Und kannst... Leute, ganz ehrlich, ich werde mich definitiv nicht noch einmal um dich kümmern. Das kannst du vergessen, Omi. Kannst in Zukunft gucken, wer dir deine Einkäufe reinbringt. Arschloch. 1, 2, 3, 4. Jetzt brauche ich noch 3, glaube ich. Oh, halt die Fresse, Omi. Halt die Fresse, Omi. Halt die Fresse, Omi. Halt die Fresse, Omi. Okay, sehen wir noch irgendwo so ein Ding? Hier ist noch eins. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt alle haben. Der Fernseher ist, glaube ich, an. Leute. Omi, bitte halt die Fresse. Ich guck nicht hin. Ich mach die Augen zu und gehe nach vorne. Ich taste mich so langsam ran. Jetzt, Leute. Jetzt Jumpscare. Pass auf. Jetzt. Alles gut. Oh, fuck. Ja, dann ist doch jetzt safe ein Jumpscare. Pass auf. Pass auf, jetzt. Warte. Jetzt. Wenn ich jetzt zurückgehe. Pass auf. Na! Ich wusste es schon von Anfang an. Von Anfang an, du blödes Stück Scheiße. Ich wusste es. Das war vorhersehbar. Blöde Sau da. Gucken wir jetzt fern? Wir gucken fern. Warte, das Klavier spielt. Oma mag kein Licht. Das ist mir scheißegal. Oma kann ihr Maul halten. Hashtag. Ich würde gerne mit Solveig genauso tanzen. Genauso. Weißt du, zu so einem schönen Piano. In nomines patri et fili et silitus sancti. In nomines Patri et Fili. Ja, halt die Fresse. Dein Maul.
Du blöde Sau. Du dumme Sau, wirklich. Die Fresse. Haltet eure Fresse, okay? Ein kleines Stück Scheiße. Ey, Carlumon, vielen lieben Dank für deinen Raid. Willkommen an alle. Willkommen. Wir spielen hier ein bisschen Horror. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5. Okay. Zwei, vier, sechs, sieben, sechs, vier, eins, drei, fünf, sechs, fünf, drei, eins. Ich kann mir nichts Schrecklicheres vorstellen, als das hier gerade, um genau zu sein. Das ist wirklich ein absolut beschissener Anblick. Okay. Es gibt ein Lied, das ich meiner Tochter immer auf dem Klavier vorgespielt habe. Sie liebte es. Sie liebte es so sehr, dass sie wie eine Fee tanzte. Meine geliebte Tochter. Ich wünschte, ich könnte dieses Lied noch einmal für dich spielen. Nur ein letztes Mal. Kannst du bitte gehen? Gehe ich jetzt da vorne einfach an die Tür? Wir brauchen ja... Omi, ich hab Urlaub! Nee, bitte, ich will das doch nicht, du blöde Sau, du. Halt's Maul! Für Fortnite! Ja, klasse! Ich würde den einfach nehmen, okay? Ja, klasse! Ich drehe mich jetzt nicht um. Okay, ich verwette Geld darauf, dass ich, wenn ich mich jetzt umdrehe, dass sich mein Leben von einem auf den anderen Tag komplett ändert, weil ich einfach komplett eskalativ kassieren werde. Also, GG. Ist alles gut. Einfach rückwärts laufen. Oh mein Gott, das ist smart. Kunzi, danke für dein Tier 1 im dritten Monat. Willkommen zurück. 10 Euro her. Digga, ich hab gar nichts gesagt. Nö. Nein. Ich möchte echt nicht weitergehen. Ich hab genug von dieser alten Kackbratze. Ich will das nicht. Ich hab nicht gewettet. Bro, wenn ich sage, ich würde Geld darauf verwetten, dann kannst du nicht einfach in den Chat schreiben 10 Euro und dann schulde ich dir 10 Euro. Also, so läuft das hier nicht. Putzuline, dankeschön für deinen Prime-Sub. Willkommen zurück. Jetzt krieg ich aufs Maul. Jetzt krieg ich aufs Maul, hä? Komm, Selbstgeißelung. Let's go. Gib mir. Komm, los. Okay, alles gut. Habe ich nicht den Schlüssel aufgehoben? Kunzi, danke für die 5 Gifted Subs, Alter. Let's go. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Mann. Aber habe ich nicht den Schlüssel aufgehoben, Freunde? Ich habe doch den Schlüssel aufgehoben gerade, oder nicht? Hä?
Habe ich ein Inventar? Ich habe auch kein Inventar, ne? Oh, fucking hell, Alter. Ja, vielleicht geht's. Vielleicht ist er ja für die Tür da links. Ha? Dementi, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Willkommen. Komm. Oh my fucking God! Warum? Ich bin fucking D-Zug! Ich bin eine fucking Psycho-Omi! Ich bin zwar ein Geist, aber ich bin ultra nervig! Halt die Fresse! Okay, wollen wir jetzt hier wo? Wofür ist der blöde Schlüssel? Hierfür! Was ist das denn jetzt? Oh nee! Guck mal, wie sie grinst! Ich kann sie sehen! Ich kann sie wiedersehen! Ich habe sie gesehen! Sie war genau da! Ich habe mir vorgestellt und sie hat mir direkt in die Augen geschaut. Meine geliebte Tochter, du hast dich nicht ein bisschen verändert. Du bist noch genauso wie beim letzten Mal, als wir zusammen waren. Genau wie das letzte Mal, als du bei mir warst. Lebendig. Cool. Was mache ich jetzt hiermit? Diese Kamera wurde von der alten Dame benutzt, um Fotos von ihrem geliebten Kind zu machen. Es war der erste Gegenstand, den die Dame verflucht hat. Daher die seltsamen Markierungen. Aha. Er kann verendet werden, um Dinge zu enthüllen, die das Auge nicht sichtbar sind. Perfekt! Leute, wer hat Bock, ein paar Fotos zu machen? Habe ich die jetzt aufgehoben? Jetzt Madison, ich weiß doch auch nicht. Ich mag heim. Karma Queen, danke für dein Tier. Ein Sub. First time, willkommen. Willkommen in der Subscriber-Runde. Freunde, willkommen. Heißt sie willkommen. In der Runde. Scheiße, muss ich jetzt hier ein Foto machen? Wie mache ich denn das jetzt? Wie kann ich denn jetzt ein Foto machen? Ich mag nie mehr. Kann ich bitte ein Foto machen? Muss ich jetzt irgendwie... Soll ich jetzt irgendwie hier so... Was ist das? Irgendwie hier... Hä? Muss ich irgendwie... Ich meine, I get it. Soll ich jetzt hier durchgucken? Der einzig wahre Carlos. Carlos, man. Dankeschön für dein Tier 1 im 5. Kamera in die Hand nehmen und Knopf drücken, dann macht's Klick. Alter, Julian Bam, dankeschön. Soll ich irgendwie... Ja, das Ding ist, ich weiß ja nicht... Ich würde ja gerne die Kamera rausholen. Wisst ihr, wie ich meine? Achso, hier konnte ich irgendwas anfassen. Oh. Oh, damn. Was ist das? Oh. Ah. Okay. Das erste Bild war in diese Richtung, right? Das Fotoalbum wurde geändert. Hä? Hä? Okay. Das Foto habe ich gemacht, right? Das zweite Bild ist im Schlafzimmer. Okay, I guess ich gehe jetzt ins Schlaf... Huch! Dann gehe ich jetzt ins Schlafzimmer, okay? Ohne mich zu erschrecken, right? Ich gehe jetzt ins Schlafzimmer, ohne mich zu erschrecken, Chat. Trust. Trust. Vertraut ihr mir. Verstehe ich jetzt nicht. Warum nimm mir so... Kann ich bitte hier rein? Hallo? Hallo? Also... Entschuldigen Sie. Also... Das ist doch jetzt nicht wahr. Also Entschuldigung, aber so kann ich nicht arbeiten. Was ist das hier?
Was stand da, Chat? Ich hab's aus Versehen weggeklickt. Ha! Oh shit. Guck mal, ist wieder da reingeklettert, die Puppe. Nee, die wird uns doch jetzt nicht nochmal erschrecken, oder? Safe nicht. Nicht hier unter nochmal. Den Jumpscare haben wir jetzt ja auch schon. Let's go, haben wir. Ew, Brother, ew. Hier ist ja alles voll mit... Hier ist alles voll mit Schokosoße. Oh? Schoki-Sauce. Ew! Brother, ew! Wir werden doch jetzt nicht nochmal erschreckt hier unter, oder? Das würde der Entwickler doch nicht machen. Safe Call nicht. Hä? Habe ich recht, Entwickler? What's that? Brother, ew! Du blöde Sauder. So, Omi. Du hast mich lang nicht mehr erschrocken. Ich tippe auf in den nächsten 20 Sekunden. Ich renne jetzt hier durch. War auch alles entspannt. War auch super entspannt. Super entspannt. Oh. Guck mal, wie entspannt das war. Okay, das formt jetzt anscheinend den Schlüssel, right? Was ist das? Was ist das? Ist das der Fernseher? Sieht aus wie der Fernseher. Hi, oh, warte. Oh mein fucking Gott! Hier saß eine fucking Leiche. Okay. Ey, alles entspannt. Oh. Ist das hier nicht von Harry Potter, wa? Alter, dankeschön, Guya Kunian, für deinen Raid. Dankeschön. Ja? Und Krang, danke für deine 100 Bits. Willkommen. Alles gut, Leute. Das sind die Heiligtümer des Todes, Friends. Guck mal, eins noch. Beim letzten kriegen wir jetzt nochmal richtig auf die Fresse, Chat. Beim letzten kriegen wir jetzt nochmal komplett aufs Maul. Trust me. Das wird jetzt richtig pervers. Oh, das Gemälde von der Omi. Ey, wetten, wir kriegen so hart auf die Fresse jetzt. Wir kriegen jetzt so hart auf die Fresse. Ich spür's. Ich spüre es. Kann ich nicht einfach jetzt schon ein Foto machen und dann zurück? Ja, warte. Pass auf. War okay. Wir sind Trooper, Chat. Wir sind Trooper. Da sind die Heiligtümer des Todes. Okay, jetzt holen wir uns den Schlüssel ab. Ah, alles gut. Die Heiligtücher des Todes, ja. Die Heilig-Omi. Okay, Leute, wir holen uns jetzt den Schlüssel und dann verpissen wir uns, ja. Oder gehen zumindest in diesen Raum dort rein. Okay? Okay, da ist der Schlüssel. Alles gut. Habe ich. Jetzt kriegen wir auf die Fresse. Pass auf. Pass auf. Nee. Die Tür ist auf. Okay. Das ist ja disgusting. Was bin ich? Och nee. Oh nee. Ein Ouija-Board. Aber was sind das für Bilder?
Fuck no. Omi, bitte. Ew. Okay, weißt du was, Oma? Oh ja. Oh ja. Ein Booyah-Board. Okay, was machen wir, Chat? Versuchen wir es jetzt einfach zu machen? Spielen wir den Song ab? Gehen wir hier ran? Sagen wir im Spiegel dreimal Bloody Mary? Hier ist ein Kamm. Dieser Haarkamm müsste der Tochter gehören. Perfekt. Was mache ich? Can I get a horn, ja, Chat? Und jetzt? Nee, zurück kann ich nicht mehr. Soll ich die jetzt alle anstrahlen? Soll ich irgendwas mit dem Kamm machen? Ha? Huh? Soll ich hinter den Spiegel? Was machen wir jetzt? Danke, Chat, dankeschön. Eventuell Sunshine live auflegen. Foto vom Spiegel. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal... Okay. Ich mache jetzt vom Spiegel. Kerze anzünden. Ja, ich habe ja kein Feuerzeug mehr. Warte mal. Was mache ich? Ja, ans Board ist leichter gesagt als getan. Freunde. Ich weiß ja nicht, was ich hier machen muss. Okay, raus kann ich nicht. Ich kann den Stift nicht heben, ich kann nicht. Okay, hier liegt nichts. Gibt's hier irgendwo eine Schallplatte? Ist eigentlich eine gute Frage. Oh, hier! Oh fuck, was habe ich gemacht, Chat? Ich hab's wieder aus Versehen weggeklickt. Ich hab... Fuck. Was stand da? Was stand da? Was stand da? Kann jemand für mich übersetzen? Ja, ich hab... Das Ding ist, man drückt E, um's einzusammeln. Und dann kann man sich nicht mehr angucken. Aber das war eher ein Versehen gerade. Oh, hier ist sie. Dies ist das erste Blatt, an was Anweisung enthält. Ich fand dieses uralte Grammophon. Es scheint, als wäre eine Seite aus einem Tagebuch gerissen. Ja, fuck. Warte, ich guck mir ganz kurz den Clip an. Und sag, was da stand. Warte. Okay, da stand. Ich habe dieses Grammophon in der Nähe von dem alten Buch auf dem Dachboden gefunden. Diese Schallplatte enthält Anleitungen, wie man mit toten Geistern spricht. Ich muss diese Anweisungen wirklich vorsichtig folgen. Vielleicht kann ich so mit meiner Tochter sprechen. Okay, habt ihr das alle verstanden, Chat? Noob zockt. Dankeschön für dein Prime. Alright, let's go. Ach, perfekt.
Seien Sie bewusst, dass alle Anweisungen sehr sorgfältig in der richtigen Reihenfolge befolgt werden müssen. Ein Fehler kann zu einer Katastrophe und möglicherweise zu Ihrem Tod führen. Okay. Und mit meinem Eis müssen Sie zuerst verstehen, dass es kein Zurück mehr gibt. Was getan wurde, kann nicht rückgängig gemacht werden. Alle Konsequenzen, nachdem Sie mit dem Geist gesprochen haben, gehen zu Ihren Lasten. Du brauchst ein Uja-Brett. Uja, ach, keine Ahnung. Eine Schale mit deinen Gaben. Der Spiegel wird dir den nächsten Hinweis geben. Hä? Ist das hier die Schale mit Gaben? Oh. Oh shit. Oh fuck. Okay, er ist kaputt. Er ist kaputt. Oh. Hä? Eine Zahl? Okay, muss ich jetzt mit dem Vieh reden? Hallo? Oh shit. Hier sind Bilder. Okay, aber mit den Bildern kann ich nichts anfangen. E6 C8. Was zum Teufel? A3. Okay, ich weiß was. Ist wahrscheinlich alphabetisch. Das heißt, 3 2 8 3 2 8 5 3 2 8 5 6. Chat, 3 2 8 5 6. Okay, 3 2 8 5 6. Nicht geklappt? 3, 2, 8. Ist das eine 8? Das ist eine 8, oder? 5, 6. C, D, E. War das nicht richtig? 8, 5, 6. Vielleicht andersrum? 6, 5, 6, 5, 8, 2, 3. Nee. Vielleicht ist es in der Reihenfolge, wie die Bilder hängen, von links nach rechts. Das ist eine 3. 5, 3, 5. 3, 5, 8, 2, 6. Vielleicht 3, 5, 8, 2, 6? Warte. 3, 5, 8, 2. Ha. Was will er von mir? Goodbye. A, B, A, B, C. 3, 3, 2, 5, 3, 2, 8, 5, 6. Also ich kann hier halt nicht interagieren, Chat. Ich kann hier nicht interagieren. Gerade.
B, C, E. Ha. Ha. 3, 2, 8. Warum geht das nicht? 8. Vielleicht das, was am höchsten hängt? Vielleicht die Höhe? 8, 6. Kam in die Schale. Ja, das Ding ist, ich kann ihn nicht aufheben. 8. 8, 6, 5. Das macht aber keinen Sinn. Warum sind daneben die Buchstaben, Chat? Warum? Was steht auf dem Kamm? Gar nichts. Nix steht hier drauf. 3, 5, 8, 2, 6. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie. Nee, das ist doch schon eine 8 hier oben, oder nicht? B, E, B, E, C. Und das hier ist ein D. A. Buchstaben gleich Reihenfolge. Ja, das hatten wir schon. Das wäre dann aber die Reihenfolge, die wir schon hatten. 3, 2, 8... 5, 6. Das macht doch keinen Sinn. 3, 2, 8, 5, 6. Hä? Das macht alles keinen Sinn. 8, 5, 2, 6, 3. Wieso 8, 5, 2, 6, 3? 8. 8. 5. 2. 6, 3. Warum 8, 6, warum 8, 5, 2, 6, 3, Chat? Das macht keinen Sinn. 8, 5, 2, 6, 3. 8. C, D, Tür aufmachen. Die hier? Stimmt, ich könnte die Tür aufmachen. Vielleicht hängt da ja was. Willst du mich komplett verarschen? C, D, B, E, A. Ihr wollt mich doch komplett flachsen.
8, 5, 3, 6, 2. War das falsch? Achso, nee. 8, 5, 2, 6, 3. Das ist so eine... Das Ding ist... Guck mal. Ich war ja schon an der Tür. Und da ist sie nicht aufgegangen. Oh, so eine Scheiße. Ja, I got it. Ja, ciao. Du gehst mal wieder lieber zu. So. Alter, was für eine Frechheit. Hashtag Frechheit. Queen Lilith! Dankeschön für dein Prime. Der kam, machen wir. Ich brauche jetzt ein Bild von der Person. Vielleicht kann ich es verwenden. Okay, ich soll jetzt ein Bild der Tochter wohin hängen? Ich habe ein Bild der Tochter gefunden, hier. Oder soll ich zurück? Ein Bild der Tochter. Im Album gefunden. Nee. Wo soll ich das hinmachen? Wo soll ich das hinmachen, Chat? Bild der Tochter, wohin? Ah, hierhin. Oh, fuck. Omi! Oh, no. Alles gut. Alles gut, Leute. Und jetzt? Sie haben alle Opfergaben hinzugefügt. Die Geister sind hier und hören zu. Sprich. Ach du Scheiße, okay. Oh fuck. Omi, pass mal auf. Ich bin... Ach, herrje. Oh damn. Okay, wir gehen ans Brett. Ist gerade jemand bei mir? Ja. Perfekt. Drücken Sie ihr, um mit dem Geist zu sprechen. Bist du an einen Gegenstand gebunden? Keine Antwort. Wenn ja, an welchen Gegenstand bist du gebunden? D. O. Do. Doll. Doll! Die Puppe. Was suchst du? F? Flash. Ach herrje. Fleisch. Toll. Klasse. Bitcoin. Das ist die Nachricht des Tages. Sie sucht Bitcoin. Ey, Platibor, einmal GG's, das war die witzigste Nachricht von heute. Bist du die Tochter? Safe nicht. Sie hat nämlich aus Versehen einen Dämon eingelassen. Wetten? Keine Antwort. Antworte mir. Bist du die Tochter? Goodbye.
Ach herrje, ach herrje, ach herrje. Oh nö, oh nö, oh nö. Es sieht so aus, als wäre diese Seite aus meinem Tagebuch gerissen worden. So erlesen. Sie hat mir gesagt, dass sie wieder leben will. Sie will ihren Körper zurück. Einen richtigen Körper mit Fleisch. Sie kann mich nur mit ihren hölzernen Augen anstarren, ohne jede Emotion. Ich werde alles für meine Tochter tun. Alles. Danke, Mann. Kuss geht raus. Ach, so, pass mal auf, Omi. Wir haben jetzt ein Problem miteinander, ne? Also, du willst deine Tochter zurück, das verstehe ich auch. Aber ich sag dir, wie es ist. Ich will leben. Ich bin Student. Oh, Mann. Ich bin Student. Oder Studentin. Schriftstellerin, meine ich. Und ich würde eigentlich super gerne nicht hier mit euch chillen. Ich glaube, das ist auch im Interesse von deiner kleinen Tochter, dass ich hier heute nicht sterbe. Deshalb, bitte helfen Sie mir. Was ist das? Mit diesem Schlüssel kann ich den Keller aufschließen. Was? Oh nee, ich krieg jetzt auf die Fresse, Chat. Ich krieg jetzt auf die Fresse. Ich krieg jetzt aufs Maul. Pass mal auf. Pass auf. Ich krieg jetzt auf die Fresse. 3, 2, 1. Nein, alles gut. Ich geh jetzt in den Keller. Ich geh jetzt in den Keller. Ja, ja, ihr seid toll. Ja. Alles gut. Wir gehen jetzt runter. Die wollte meine Bitcoins. Okay, Leute. Log in. Focus. Focus, Chat. Focus. Focus. So, wir gehen jetzt ganz entspannt runter. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt gehen wir jetzt hier runter. Okay, wir machen uns keinen Stress. Wir gehen hier einfach runter, weil wir Spaß dran haben, okay? Guck mal. Alles tiefenentspannt, ne? Hey, ihr macht das klasse, Jungs. Ja, nö, 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 lass mal. Wenn du jetzt mich noch einmal anspringst, schlitze ich euch alle auf. Nee, nee, ich will nicht drüber reden. Ich will auch nichts kaufen. Ich möchte keinen Bitcoin. Warum sitzt du da? Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht, du blöde Sau da. Heute nicht, heute nicht. Das war... Nee, 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 nee. Ah. Okay. Wir sind im Erdgeschoss. Wir sind im Erdgeschoss. Ja, umarm die Wand. Richtig, umarm die Wand. So, Tür ist zu. Wir gehen in den Keller. So sprinte ich los, wenn es bei T die Bitcoins gibt. So, wir gehen in den Keller. Ich vermute, dass im Keller die Leiche von ihrer Tochter liegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mir vorstellen, dass im Keller die Leiche der Tochter liegt. Boah, der Sound macht schon Spaß, ne? Luffy Rasurziege, dankeschön für deinen Prime-Sub. Nee. So. Ist hier unten meine neue Wohnung? Das Fleisch der missing Kinder. True! Es sind ja Kinder vermisst. Die liegen hier wahrscheinlich alle verteilt. Ne? Weil die Tochter richtig schön einen neuen Körper haben wollte. Die Blöde. Oder, ne, Die Taschenlampe ist kaputt. Benutzen Sie das Feuerzeug. Gut. Das ist ja der Hammer. Tot. Das ist wirklich der Hammer. Scheiße. Okay.
Ja, macht ja nichts. Ja, ja, so will ich mich auch gerne einstellen. Einfach nur die Wand anstarren. Sollen wir jetzt hier durch? POV, du entdeckst die Pyramiden. Wir kriegen jetzt auf die Fresse, Chat. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Okay, noch ist alles okay. 3, 2, 1. Nein, alles gut. Alles gut. Chat, wer folgt mir auf Instagram? Eins in den Chat. Jetzt sag mal ehrlich, wer folgt mir auf Instagram? Hä? Huh? Zwei in den Chat, wenn nicht. So. Geht mal auf Instagram, alle. Gebt ein Sterzig und drückt da auf Follow. Denn das hier, Freunde, ist Real-Life-Content vom Feinsten. Oh. Einfach nur Sterzig eingeben. Kommt darauf. Ach, perfekt. Weißt du, ich drehe mich hier schon wieder im Kreis und gleich bin ich in Omis Keller und... Nee, nee, wenn ich jetzt das wieder anmache, dann steht Omi zusammen mit ihrer Tochter vor mir. Ich bin ehrlich, das war zu erwarten. Es war Omi. Es war zu erwarten, okay? Das habe ich ausgespielt. Das habe ich ausgespielt. Geht es zu? Oh mein Gott. Seht ihr diesen schwarzen Bereich vor mir? Da kommt jetzt jemand und erschreckt mich. Ich bin so smart! 600 IQ! Let's go! Ja, Mann! Ich bin so gut! What the fuck? Hä? Huh? Okay, Tür ist auf. Ey, ich hab wirklich, ich hab schon... Das ist ja alles hier oben in meinem scheiß Kopf drin, Chat. Diese ganzen Mechanics. Wirklich. Plus 1000 Bitcoins, Chat. Jeder, der jetzt reinzappt, kriegt 10 Bitcoins. Ich hab die Finger gecrossed, ne? Also. Plus 1000 Aura. Nee, 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 nee. Solche Gänge sind auch shady. Solche Gänge sind auch shady. Pass auf. Pass auf. Jetzt. Nee, ist okay. Platyboa, vielen lieben Dank für dein Gifted-Sub an Vicky. Oh, shit. Wer heult? Wer heult? Oh, mein. Ach, herrje. Diese Kette ist sehr unangenehm. Aber ich kann sie nicht abnehmen. Sie trägt ein seltsames Symbol zusammen mit einer Zahl. Vielleicht zeigt sie die aktuelle Anzahl ihrer Opfer an. Aber ich weiß nicht, was das Symbol bedeutet. Welches Symbol? Oh. Alles gut. Alles gut. Hier komme ich nicht durch. Ah, moin. Wie ist die Lage? Hier sind irgendwelche... Ah, warte mal. Hier ist ein Kreis, mit der durchgestrichen ist. Hier ist ein Strich mit zwei Strichen und hier ist ein Dreieck. Was? Okay, wir müssen irgendwie mit diesen Symbolen klarkommen, Chat. Wo sind meine Bitcoins? Die kommen per Post. Okay, Symbole. Welche Symbole, Chat?
Welche Symbole? Sterzig, du musst dich noch erden. Ich erde gleich dich. Wirklich. Auf der Haut von dem? Nee. Warte mal. Ein Strich. Zwei Striche. Drei. Hä? Die Notiz vom hängenden Typen. Ja, habe ich ja gelesen. Aber... okay. This chain is uncomfortable. Warte mal, steht auf der Kette irgendwas drauf? Ah. 9. Hier steht eine 9 drauf. Okay, suchen wir jetzt... ist das jetzt dann der richtige? Oder was suchen wir jetzt noch hier? Weißt du, wie ich meine? Soll ich jetzt einfach nur die 9 anmachen? Das war die 9 hier, oder? Und jetzt? Jetzt habe ich die 9. Jetzt habe ich einen neuen Chat. Ach, kann ich hier... True. Okay, Chat, wir lassen uns nicht mehr... Ich würde mir kurz was zu trinken holen. So. Ich habe mich natürlich wie sonst auch immer nicht aus der Ruhe bringen lassen. Von solch Sachen. Ich lasse mich generell nicht so einfach aus der Ruhe bringen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ne? Leute, jetzt reicht's wirklich mal mit diesem Emote. Das ist Spam. Stop it. Gut. Kreis mit Strich ist eine 7, Chat. Kreis mit Strich ist eine 7. Okay. Kreis mit Strich 7. So, wo finde ich jetzt den Rest? Kreis mit Strich 7. Okay, gibt's hier noch irgendwelche anderen Fesseln, die wir angucken können? Wir brauchen noch mehr Fesseln. Okay, oder sind das die einzigen beiden, die wir machen müssen? Kreis mit Strich. Dann lege ich jetzt einfach das Ding um, ja? Der hier war es, right? Habt ihr es gehört, Chat? Oh! Wow! Wir sind durch. Jetzt möchte ich, dass ihr euch alle ein bisschen entspannt, okay? Bo! Ah, ja. Ne, hab ich euch erschrocken. Ja? Ihr Kleinen. Ach, Mann. Ah. Naja, Freunde. Ich bin ja immun gegen Jumpscares. Ne? Deshalb, ich mag das gerne, euch das halt zu geben. Tja. Entschuldigung, Leute. Ja. Hallo?
Alles tiefenentspannt. Alles komplett tiefenentspannt. Er hat versucht... Er hat versucht, ihr weh zu tun. Oh, moin! Das ist ja... Ich hab mich nicht erschrocken gerade. Habt ihr euch erschrocken, Chat? Nee, oder? Wir sind ja besser als das. So. Oh mein Gott, ich hab nichts geklickt, es ist weg! Kann jemand einen Clip machen? Kann jemand einen Clip machen? Da war ein Frame. Ich hab nichts gedrückt! Es ist weg! Warte, Chat, ich muss das ganz kurz... Okay, wir konnten in einem Twitch-Clip das Ding finden. Die alte Lady ist verrückt. Ihre Tochter ist weg. Weg für immer. Diese Puppe spielt mit ihrem Verstand. Es verrottet ihr Gehirn. Dieses Ding ist nicht ihre Tochter. Es ist etwas wesentlich Dunkleres. Ich muss es zerstören. Vielleicht kann ich so diesem Ort entkommen. Okay, jetzt haben wir es, Chat. Jetzt haben wir es. Okay. Wir sind wieder drin. Alter, so schnell habe ich das noch nie weggeklickt. Wie lange geht das Spiel noch? Nicht mehr, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht mehr so ewig lange, aber hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Wir müssen diese Puppe und die alte Oma müssen wir zerstören, Chat. Wir bleiben drin. Wir bleiben drin, Leute. Es geht weiter in den Keller. So ein schön schwitzendes Knabemalz in meinen Mund. Ein schön schwitzendes Knabimalzi. Hallo! Nee, jetzt geh mal weg, bitte. Ich stecke der Oma Dynamit in den Arsch. Guck mal, hier ist so ein schöner Benzinkanister. Ein Benzinkanister. Vielleicht können wir damit die Puppe zerstören. Hä? Chat. Lasst mal ein Follow da an alle Zuschauer jetzt hier, ne? Wer noch nicht folgt. Kann mich kurz einer aufklären? Wir können aber ganz kurz zusammenfassen. Also, wir sind ein junger Mensch. Wir sind in irgendeinen weirden Komplex gezogen, in eine Wohnung. Plötzlich stand ein Omi hinter uns, eine gruselige. Dann sind wir rüber in die Wohnung von der Nachbarin. Die Wohnung von der Nachbarin war ultra cursed. Und da haben wir langsam gemerkt, dass da irgendeine alte Omi versucht hat, ihre Tochter zu erreichen in der Geisterwelt, weil ihre Tochter verstorben ist. Aber jetzt haben wir das Gefühl, wir haben mit dem Geist gesprochen über so ein Ouija-Board. Und jetzt haben wir das Gefühl, als ob dieser Geist von der Tochter tatsächlich eher ein Dämon ist oder so. Naja, der Rest ist Geschichte. Wir werden jetzt noch einmal erschreckt. Pass auf, Chat. Haltet euch fest. Haltet euch fest. So. Ich bin viel zu smart, Chat. Ich bin viel zu smart. Ich bin viel, viel zu smart für dieses Spiel. What the fuck? Okay. Da ist die Puppe. Ich lese mal den Zettel durch. Ich lese auf R. Ich besuchte das Grab meiner Tochter jeden Tag. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie nicht mehr bei mir ist. Nicht mehr in ihrem Zuhause. Ich musste ihr Grab ausheben und ihre Gebeine hierher bringen. Zurück in ihr geliebtes Zuhause. Oh, fuck. Diese Puppe ist nicht ihre Tochter, sie ist ein Dämon. Ich muss sie verbannen. Ach, perfekt, sie sitzt noch hier. Die Puppe sitzt noch hier, Chat.
Ich würde jetzt einfach mal auf entspannt. Du hast versucht, meiner Tochter weh zu tun. Ja, nee, perfekt, alles gut. Fuck. Mutti. Mutti, mach keinen Scheiß jetzt hier. Ich bin auch nur eine arme Maus. Schriftsteller. Ein paar Tage später. Hä? What? Ha? Huh? Hä? Okay, jetzt bin ich vielleicht jemand Neues? Bin ich vielleicht jetzt denn die nächste Person? Warte mal. Die Frage ist, Chat, ist die Katze noch unten? Katze weg. Muss ich jetzt nach oben? Das Haus kenne ich doch. Ich gehe jetzt mal nach oben. Jetzt einfach in die fünfte. Ich gehe jetzt einfach in die fünfte Etage. Da, wo meine alte Wohnung war. Guck mal, hier sieht das gar nicht so schlimm aus. Oh. Sympathische Wohnung mit Altbauscham inmitten von Berlin. 890 kalt. Gut, ich würde jetzt einfach hier in diese Wohnung gehen, okay? Nee, ich will das gar nicht. Nee. Ey, wahnsinnig gutes Game. Richtig gut gemacht. Holy fucking shit. Also, es hat mich ein bisschen zerstört. Hin und wieder. Aber ein bisschen goofy, sagen ja die jungen Leute, ne? Bisschen goofy ist es, das Ende. Ich weiß jetzt auch gar nicht so ganz. Ich glaube, die Tante, die wir gespielt haben, ich glaube, die... Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt sich darum versucht hat zu kümmern. Es hat so ein bisschen wenig Sinn gemacht, ne? Antiklimaktisch ist es, safe. Aber ich muss auch sagen, zum Ende hin, diese ganze Stelle in der Wohnung von der Omi, das hat ja ewig gedauert, weil man die ganze Zeit von Raum zu Raum in Schneckentempo gehen musste. Und so hat sich das so auch ein bisschen in die Länge gezogen, muss man einfach sagen. Aber an sich, Leute, von 10 Punkten, Chat, was sagt ihr? Von 10 Punkten, wie viel geben wir dem Game? Jetzt ehrlich, von 10 Punkten, wie viel geben wir dem Spiel? Ich würde nämlich sagen, wenn wir jetzt nach Punkten gehen, ist das für mich
so eine schöne... man muss auch bedenken, Leute, es kostet 6,89 Euro. Das ist halt nichts, ne? Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ey, mein Bruder ist zu Besuch, wir wollen irgendein Horrorspiel zusammenspielen, einfach ein bisschen gruseln abends, zwei Stunden, dann ist es ja perfekt, oder nicht? Für den Preis, in Beachtung des Preises, ne? Und ist das geil gemacht? Ich würde sagen, es ist eine 8 von 10, wenn man alle Faktoren zusammenfügt. Sagen wir 7. 7,5 von 10. Warte. Komm mal ganz kurz hier. So. Das war mal ein Abenteuer. Oh Mann. Meine Freunde, damit seid ihr gemeint, Chat, damit seid ihr gemeint. Meine Freunde und ich haben eine wilde Fahrt gehabt. Also wild. Ich muss loben, dass viele kleine gruselige Stellen mich bekommen haben. Aber am Ende konnte ich auch sehr viele vorhersehen. Oh oh. Wir haben uns beraten und sind gemeinsam auf den Entschluss gekommen, dass man für diesen Preis eine wirklich schöne Zeit haben kann. Unser Urteil? 7,5 von 10. Feedback? Charakter war ein wenig lahmarschig. Habt ihr noch Feedback-Punkte, Chat? Habt ihr noch Feedback-Punkte? Kleine Feedback-Punkte? Ende war ein wenig... abrupt? Abrupt? Wie wird das geschrieben? Wie wird abrupt geschrieben, Chat? Abrupt? Abrupt. Ich schreib's einfach so. Okay, danke. Ende war ein wenig abrupt. Ich hab mich jetzt ein wenig gefragt, wie die Lore jetzt wirklich ist. Naja. Aber unabhängig davon, toll. Danke für die Zeit. Haha. Liebe Grüße. Euer Sterzig. Das Spiel würde ich empfehlen. Ich erlaube Kommentare. Rezension wird veröffentlicht. Meine Damen und Herren, mit diesen Worten verabschiede ich mich für dieses YouTube-Video. Es war mir ein absolutes Fest. Ich hoffe, ihr schlaft noch nicht. Ich bin überrascht. Gnu besitzt dieses Horror-Game nicht. Ja, ist wirklich so. Ja, ich hoffe an alle YouTube-Zuschauer, dass ihr noch nicht schlaft. Wenn doch, gute Nacht!
Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut da rein. Der Livestream-Chat darf jetzt nochmal winken. Chat, ihr dürft jetzt alle nochmal winken. Aber unabhängig davon war das doch ein absolutes littes Dings. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Sterzig. Die letzten Worte überlasse ich den Leuten hier im Chat. Tschüss. Thank you.